So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go und wir sind in der Kanto-Spezialforschung angelangt. Beziehungsweise, wie heißt sie denn? Wir gehen erstmal drauf. Nostalgie-Herausforderung Kanto. Ihr habt jetzt also eine Woche Zeit, das zu absolvieren. Sind, glaube ich, 9 Kapitel. Genau, steht auch hier drunter. Nostalgie-Herausforderung Kanto 1/9. Ihr habt also nicht nur die befristete Forschung, Event, Feldforschungen, besondere, zweimal Fang-EP, zweimal Raid-EP, zweimal Schlüpf-EP, also wer jetzt bei Dark rein noch Raids macht, ganz viele, immer schön Glücksei rein, könnt ihr natürlich die doppelten EP mitnehmen. Normalerweise mache ich ja immer ein Kapitel als Extra-Folge, jedes Kapitel für sich, aber ich glaube, die sind so einfach und schnell, dass wir, glaube ich, 3 Kapitel, Grüße gehen raus an Extreme für den Tipp, mach doch einfach 3 Kapitel, 3x3, dann hast du auch die 9, hast du 3 Folgen mit jeweils 3 Kapiteln. Wir müssen jetzt erstmal ein Pokémon vom Typ Gestein fangen, einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Käfer machen und 3 Pokémon vom Typ Pflanze, Wasser oder Feuer. Wir gehen also erstmal los, wenn wir was haben, melden wir uns zurück. Wir sind eigentlich nur 1 Meter gelaufen. Hier sitzt auf jeden Fall ein Kleinstein. Das nehmen wir mal mit. Das müsste ja das Pokémon vom Typ Gestein sein. Dann habe ich auch schon Mushas und Glumanda gesehen. Also wir haben auch Wasser und Feuer am Start. Wenn wir einen Schnappschuss dann noch machen, müsste das eigentlich auch schon direkt vorbei sein. Gucken, ob es dazu zählt. Fange einen Gesteinstyp. Ja. Wir nehmen das Glumanda auch gleich mit. Und das Mushas. 91 WP. Glumanda damals immer einer der seltensten Starter gewesen von Generation 1. Deswegen habe ich immer empfohlen, wer neu anfängt, nehmt Glumanda als Buddy, nehmt Glumanda als Starter, lauft mit dem, weil Bisasam hat man so oft bekommen, Shiggy so oft bekommen, aber Glumanda war wirklich so selten. Durch den C-Day hat sich das dann natürlich auch erledigt. Wir haben es jetzt eingetütet. Beim Schnappschuss muss ich dann gucken, weil sobald ich einen Schnappschuss mache, zeigt das ja dann nichts mehr an. Wenn ich einen Schnappschuss mache, ist das ja dann, geht die Kamera wieder aus, also die Bildschirmaufnahme. Deswegen muss ich dann extra gucken. Wir brauchen jetzt noch ein Pflanze, Wasser oder Feuer. Da können wir mal das Obei mitnehmen. Ich hoffe, das ist Pflanze, nicht nur Psycho. Pflanze und Psycho heißt, kann man noch eintüten, machen dann noch ein Foto von irgendwas, dann ist das erste Kapitel auch schon vorbei. Und ihr seht, dafür würde sich eigentlich eine einzelne Folge gar nicht lohnen. Pupsi ist auch am Start, die läuft hier rum, ne? Die macht auch schön die Spezialforschung mit. Der Ditschen ist eigentlich am Start, aber der will eigentlich jetzt heim, die Wege trennen sich. Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon vom Typ Käfer. Das können wir auch mal machen, wir geben mal hier Käfer ein. Käfer. Nehmen hier das 100er, machen hier einen Schnappschuss, dann ist bestimmt die Aufnahme weg, da steht Pupsi, zack, wir gehen zurück, Aufgabe ist fertig, komischerweise nimmt es noch auf, ich weiß nicht, wieso es beim letzten Mal nicht so war, da ist dann alles abgerissen, wir drücken mal hier die Aufgaben durch vom ersten Kapitel, da haben wir auch gleich noch ein Pokémon, was wir fangen können. Ich stelle euch mal kurz hier auf den Tisch. Ah, so, wunderbar. Im ersten Kapitel also 1 Sonderbonbon, 2 goldene Himbeeren, 1 Pokémon-Belohnung. Mal gucken, was das ist. Ein Onyx aus der ersten Forschung. Wir nehmen es mal mit der gelben Beere mit. Haben ja Zeit, haben nichts zu verlieren. Es kann auch nicht fliehen. Deswegen immer schön Bonbons farmen. Wenn ihr noch ein gutes Stalos braucht oder entwickeln wollt oder irgendwas. Obwohl Stalos, ich glaube, das nutzt man eh zu nix. Ist eigentlich auch nur ein Pokédex-Füller, aber vielleicht kommt ja irgendwann noch das Mega-Stalos. Vielleicht hat das ja dann was drauf. Wir bewerten das auch mal. Ist schlecht. Wir sind direkt im nächsten Kapitel. Wieso? Oh, Kämpfe in einem Raid. Gut, da ist auf jeden Fall jetzt eine Aufgabe dabei, Kämpfe in einem Raid. Wir müssen also noch einen Raid heute machen, 3 Pokémon verschicken und ein Pokémon vom Typ Wasser fangen. Ist hier Wasser dabei? Sehe ich nicht. Wir verschicken mal kurz 3. Da kann ich ja eigentlich alles verschicken, was ich gerade gefangen habe. So, weg damit. Machen noch einen Raid an den Stolperstein, so wie es sich anhört. Mal gucken, ob jemand mitmacht. 14:10 ist in 10 Minuten. Stolpersteine geht, glaube ich, ganz gut. Wir fragen mal in der Gruppe an.
Ich suche noch ein Pokémon vom Typ Wasser. Ich bin nochmal zum Rathaus gelaufen. Da sitzt auf jeden Fall noch ein Muschas. Daneben auch ein Chanera. Wisst ihr, kann ja auch shiny sein. Muschas ist auf jeden Fall das Wasser-Pokémon, was uns jetzt noch fehlt. In 8 Minuten wollen wir dann also den Raid machen an den Stolperstein. Muss ich mal gucken, wer noch mitmacht, ob wir das schaffen. Ne? Aber wenn wir es zu dritt geschafft haben, werden wir das jetzt zu 1, 2, 3, 4, 5, zu 5 schaffen. Müsste also gehen. Das Chanera nehmen wir auch mal mit. Nur noch ein Raid. Und ihr kennt doch sicher auch die Leute, die dann am ersten Tag schreiben, ich bin schon fast durch, ich bin schon bei Kapitel 9. Ah. Wo ich mir immer denke, ist ja okay, aber die machen alles an einem Tag und dann beschweren sie sich wieder, dass es nichts Neues gibt und dass es langweilig ist und Niantic könne doch mal was anderes noch machen und bla. Deswegen, es hetzt euch doch keiner. Lasst euch doch Zeit, macht das gemütlich. Ich mache jetzt heute gemütlich 3 Kapitel, mache das als Video. Morgen filme ich dann die nächsten 3 Kapitel, dann filme ich die nächsten 3 Kapitel. Klar könnte man vielleicht alles an einem Tag fertig machen, aber ja gut, wenn man Zeit hat. Vielleicht hat man die nächsten Tage keine Zeit, ne? Wir gehen zu den Stolperstein, nehmen hier noch irgendwas mit, ne? 6 Minuten haben wir noch. Nehmen auf jeden Fall den mit. Vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei. Und doppelte Raid-Punkte gibt's ja auch. So, wir haben ja gesagt, wir wollen den Raid an den Stolperstein machen. Den seht ihr im Hintergrund an der roten Arena, wo gleich der Raid aufgeht. Wir können ja schon mal hier auf das Ei gehen. Und das ist so kompliziert mit den Fernraid-Pässen. Pupsi steht jetzt alleine an der Arena. Die hat nämlich noch ihren täglichen Pass bei beiden Accounts. Die will jetzt mit dem täglichen Pass den Raid machen. Und ich kann dort nicht stehen und mit ihr zusammen den Raid machen, weil die Fernraid-Pässe ja nicht vor Ort funktionieren. Die gehen ja wirklich nur auf Distanz. Ich öffne jetzt mal hier die Lobby. Ich hoffe, die anderen sind soweit und gehen rein. Ach, ich glaube, die anderen haben schon aufgemacht. Wunderbar. Ihr seht, die Aufgabe ist im Prinzip schon gelöst. Wir könnten jetzt auch einfach flüchten aus der Lobby raus und dann wäre das auch so. Ich finde es nur richtig. Ich glaube, ich muss ein extra Video nochmal dazu machen. Aber die Fanrates sind auf der einen Seite ja eine coole Sache für die meisten, für mich aber nicht. Die stehen mir immer irgendwo ein bisschen im Weg. Ich kann nicht zusammen mit Pupsi jetzt raiden. Ich muss extra jetzt 10 Kilometer weglaufen, dass ich überhaupt den Raid mitmachen kann. Da ich die Fanraid-Pässe ja nicht nutzen kann vor Ort. Ne? Versteht ihr? Und jetzt sagt ihr bestimmt, na dann kauft ihr doch einfach grüne Pässe. Aber das ist eigentlich unlogisch. Also eigentlich ist es logisch, aber es ist eine Verschwendung. Aber dazu werde ich vielleicht mal noch ein extra Video machen. Deswegen seid gespannt, warum Fanraid-Pässe günstig sind, aber kompliziert. So, da bin ich zurück auf jeden Fall. Ich habe es natürlich ganz schlau gemacht, als der Raid losging, bin ich auch losgelaufen, bin jetzt wieder zurückgekehrt zu Pupsi. Das ist auf jeden Fall eine komische Sache, ne? Wenn man raiden will, muss man erstmal abhauen. Und normalerweise müsstet ihr nur ein paar Meter neben die Arena, dann wärt ihr ja nicht mehr dran. Aber dadurch, dass ja die Distanz verdoppelt ist, müsst ihr jetzt also doppelt so weit weg, dass ihr nicht mitmachen könnt und mit dem Fan-Raid-Pass auf die Arena zugreifen könnt. Wir haben jetzt hier einen 2080er mit 16 Bällen zum Fangen. Leider kein Shiny. Hast du einen Shiny bekommen? Warte. Nee. Nee, gut. Oh. Was machst du da? Ich entwickle meinen Shiny. Oh, jetzt sah ich aus wie Fluddy. wir sind zurück nach dem Raid. Wir haben es also gefangen. 3 Bonbons. Wir bewerten es mal schlecht. Das wusste man aber schon vorher. Jetzt können wir noch die Belohnungen abholen. Da bin ich falsch. 10. Och, was ist das denn? Wieso muss ich denn erst meinen Feldforschungsdurchbruch abholen? Heute Abend gibt es doch erst Shinox. Das heißt, ich kriege jetzt noch einen Alola Dude. Ein Alola Kokowai. Jetzt überschneidet sich das alles. Begegnung beginnen und nichts. Auf jeden Fall kein Shiny. Ihr seht das hier, wie das da auf dem Markt steht. Stellt euch mal kurz hier hin und immer schön auf den Boden knien. So muss es sein. Naja. Drin. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nehmen wir mit. Wunderbar. Ich glaube, ich laufe 1 Meter und dann knie ich mich wieder hin auf die nächste Straße. Das können wir auch mal fix bewerten. Immer alles, was aus den Aufgaben kommt natürlich. 15 Angriff, ansonsten nix.
Wir sind aber jetzt hier, 500 Staub, 10 Supertränke, eine Pokémon-Belohnung, ein Pipi, alles natürlich Generation 1, meine Lieblingsgeneration, nimmt man natürlich gerne mit. Onyx auch, richtig cooles Pokémon. Jetzt ist mein Knie ganz krümelig. Das Pipi können wir auch mal bewerten. Dann gibt es ja noch für den Kapitelabschluss eine Pokémon-Belohnung. Dann sind wir Kapitel 3. Ihr seht, das geht also wirklich fix. Muss man sich auch keinen Stress machen. Werte sind okay, geht natürlich besser. Jetzt mal gucken, was wir hier noch bekommen. Ein Sonderbonbon, 2 silberne Sananabären und ein Starmie. Da freue ich mich auch besonders drauf, wenn das dann mal als Shiny reinkommt. Das können wir theoretisch auch mit einer Hand fangen. Müssen wir uns hier nicht verbiegen. Können noch ein Stück weiterlaufen. Da ist übrigens der Dönermann gewesen hinter mir von gestern, wo wir den Döner-Shake gemacht haben. Das Video kommt dann aber erst am Wochenende, wenn der Manns Haulwurf auch sein Video hochladen kann. Irgendwann 20 Uhr bringen wir das abends. Starmie, ja, Verteidigung 15, ansonsten nichts Interessantes. Jetzt haben wir entwickelt 3 Pokémon, brüde ein Ei aus, fange ein Pokémon vom Typ Elektro. Und da die ganze Nearby-Liste hier voll ist mit Pikachus und das auch Shiny sein kann, werden wir uns jetzt mal ein Pikachu suchen und das fangen. Und ich muss erstmal ein Ei reinpacken, glaube ich. Ich habe noch eins drin, leider Gottes. Warum ist da kein Zweier drin, Mann? Jetzt hätte ich 1 Kilometer nur laufen müssen. So, Pupsi hat gerade noch einen Shiny Carbador bekommen. Einfach mal random hier auf der Straße. Da können wir nämlich so machen und so. Und dann sehen wir nochmal den Glitzer. Boom. Gut, viel Spaß beim Fangen. Das ist auf jeden Fall das, was ich nicht verstehe, ne? Weil hier ist der Stop. Genau hier, wo ich stehe. Aber hier, wo ich stehe, ist kein Stop auf der Map. Und den habe ich damals eingereicht, das Insektenhotel. Jetzt wollen die mir doch bitte nicht sagen, dass ich den damals so verschoben habe und falsch eingereicht habe. Ich setze doch immer eigentlich alles dahin, wo es ist. Deswegen laufen wir mal ein Stück hier rüber. Wenn wir Pech haben, ist es auch die Spawn. Obwohl, es zeigt ja immer noch an. Jetzt haben wir natürlich hier den Kanal zwischen uns. Überall Wasser. Man müsste extra da außen rum. Sowas hasse ich einfach, wenn man genau weiß, dass der Spot hier ist und direkt zu dem Spot läuft, man nicht mal an den Spot rankommt, weil er einfach irgendwo hingesetzt wurde. Ich noch nicht. Ich beschäftige mich noch mit den Fischen. Ich springe am besten hier rein. Okay, da ist es. Ein Pikachu mit Glurak-Mütze, 430. Das ist auf jeden Fall das Elektro-Pokémon, was wir jetzt für die Quest fangen. Und das gibt es auch als Shiny, hoffe ich. Also auf der letzten Grafik, die ich gesehen habe, war es auf jeden Fall als Shiny eingetragen. Fange einen Typ von Elektro, wunderbar. Was war noch? 3 entwickeln, glaube ich. Entwickel 3 Pokémon. Können wir ja auch fix irgendwas machen. Nehmen wir hier das Sternu mit. Das Taubsi danach. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wandern. Ja, dann lass uns fahren. Laufen einfach eine Runde um den Park rum. Pupsis Ei geht bestimmt auf, meinst nicht? Es braucht nämlich noch 300 Meter. Das ist eine Aktualisierung, dann ist es fertig. Juhu! Was? Naja, nichts. Eine Reaktion auf das. Normalerweise macht es ja immer pro Minute 100 Meter, deswegen kann man das so gut mitnehmen. Damals, als ich immer Fahrrad gefahren bin, hat es in 3 Minuten vielleicht sogar auch mal 500 Meter zugenommen. Wenn ihr aber natürlich noch schneller fahrt, hat es natürlich gar nichts gezählt. Da musste man immer aufpassen. So, eins brauchen wir noch. Wir nehmen noch das Jurob. Haben wir ja auch über 3000 Bonbons. Dann ansonsten ein bisschen wandern, noch was fangen, was hier rumgeistert. Jetzt wollte ich sagen, vielleicht gehen wir noch mal einkaufen, aber heute ist ja Feiertag, da ist ja alles zu. Ihr seht die Folge natürlich einen Tag nach dem Feiertag, denn heute gab es ja die Frage zur Spotlight-Stunde, was euer Lieblings-Pokémon ist. Da ist auch, brühe dein Ei aus, genau, da ist auch ein Cliff, weil ich immer noch meinen komischen Super-Go-Rocket-Radar habe. Da sitzt übrigens ein Kleinstein, falls du das noch brauchst. Wir melden uns zurück, wenn das Ei schlüpft, und dann haben wir auch Kapitel 3 fertig. Ha!
schlechtes Wetter, um Eier zu brüten. Es drascht einfach nur. Das sind wir 3,4 von 3,5. Ich bräuchte noch 100 Meter, aber... Ich glaube, wenn ich hier stehen bleibe und er sprintet ein bisschen durch die Gegend, wird das auch noch was. Ansonsten keine Ahnung. Bin jetzt auch gefangen, habe keinen Schirm dabei, kurze Hose, Glocks an. Also, wenn das mal keine nassen Füße gibt. So, ich bin kurz zum NKD gelaufen, hab's aber auch schon bereut. Alles auf jeden Fall nass, sieht gut aus. Das Ei ist jetzt auf, ein Siebner, ihr wisst, da sind ja immer noch die Fossil-Pokémon drin. Also das ist noch ein altes, ich habe jetzt im Event noch keinen Sauf genommen. Einer Aerodactyl, auch Generation 1, passt natürlich dazu. Hätte auch ein Shiny sein können, ist aber schlecht, brauchen wir eigentlich nicht. Wir beenden aber noch das dritte Kapitel. Nehmen hier mal 10 Superbälle mit. 500 Staub, noch ein Pokémon, ein dickes, fettes Relaxo. Ich laufe mal davor und stelle euch mal irgendwo ab. Mensch, die ganze Hose ist nass, wie das aussieht. So, jetzt mal hierher gekniet, das Relaxo mitgenommen. Da nehmen wir sogar mal eine gelbe Beere, den Spaß erlauben wir uns. Und das Display ist natürlich wieder nass. Erstmal fix abwischen. Ja, das klappt nicht so gut mit dem Abwischen. Hui! Einfach fabelhaft, klappt besser. Ich versuche mal von links nach rechts. Da dürfte es keine Probleme machen. Das aber nicht die Endkapitelbelohnung. Das ist das nur für das Ei ausbrüten, glaube ich. Das heißt, es gibt dann noch was Besseres, obwohl ob das besser ist, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch was anderes. 13,57. Da können auf jeden Fall die einfach fabelhaften Würfe üben. Ich glaube, beim nächsten nehme ich dann auf jeden Fall eine goldene Beere, weil ich trotzdem keinen Bock habe, jetzt 2 Stunden zu knien. Aber dazu müsste er erstmal angreifen. Hier, das geht genauso gut. Ihr müsst gar nicht stundenlang warten, weil Relaxo so gemütlich ist. Ist vielleicht ein Fehler von mir gewesen jetzt. Goldene Beere drauf auf jeden Fall. Da ist er direkt drin. Ne? Erstmal hochgekrüppelt. Das bewährt man aber auch noch. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ist trotzdem Quatsch, damit macht man ja nichts mehr. Hat ja alles an Wert verloren. Wir schließen das Kapitel aber noch ab. Nehmen wieder mal Bonbons mit, goldene Beeren und habe noch ein Raichu, sehr schön. Wann habt ihr mal ein wildes Raichu bekommen? Ich glaube gar nicht, extrem selten. Aber die Leute beschweren sich ja natürlich schon wieder, dass das Event kacke ist, die Spezialforschung kacke, alles zu einfach, die Shinies sind interessant, der Rest ist Müll, aber vielleicht sollte man einfach mal dankbar sein, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall zurückversetzt in die Zeit, wo das noch alles neu war, wo man einfach nur die ganzen Kanto-Spawns hatte, wo man alles gefeiert hat, alles, mit dem man sich auch identifizieren kann. Nicht dieses ganze komische neue Zeugs, was alles so kindlich aussieht. Den bewerten wir auch noch. Das war's dann aber von Kapitel 3. So. War das Relaxo auf jeden Fall besser. Trotzdem egal, wir können mal kurz drauf drücken. Sehen, wir sind im nächsten Kapitel. Wir lesen uns das aber nicht durch. Das war's von meiner Seite aus, Kapitel 1 bis 3. Ich kann ja vielleicht, wenn ich noch ein bisschen warten muss, hier noch Kapitel 4 starten. 4, 5 und 6, also in der nächsten Folge. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Und habt ihr einen Shiny bekommen aus irgendeiner Forschung jetzt, aus irgendeiner Aufgabe? Habt ihr schon einen Blutzug gefangen als Shiny? Habt ihr schon Pikachu als Shiny mit Mütze? Schreibt's mal rein. Wie findet ihr die Aufgaben bisher? Macht das euch Spaß? Freut ihr euch auch auf die anderen Wochen? Ich bin auf jeden Fall wieder gehypt. Es macht auch Spaß, rauszugehen, selbst im größten Regen. Ihr seht, ihr könnt immer vor die Tür gehen. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.